Willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und heute bauen wir das dritte Bohrterrarium. Hier die zwei kennt ihr ja bereits, ne? Ich habe aber noch zwei weite Bohrkonstriktor. Und die beiden brauchen definitiv ein größeres Terrarium. Ne? Ziel ist es, ein 1,80 m x 60 x 60 Terrarium zu bauen, was für die nächsten Jahre völlig ausreicht. Und ja, darüber hinaus brauche ich auch einen Unterschrank, denn ich möchte das Terrarium auf ein vorhandenes Terrarium stellen, aber darunter ist noch ein bisschen Luft, ja, sodass ich da noch einen kleinen Anbau machen muss. Das zeige ich euch dann in einem nächsten Video. Das werden dann im Prinzip ein paar Spinnenterrarien, die dann gleichzeitig eben ja, das Schlangenterrarium tragen werden. Aber wir fangen jetzt direkt erstmal an mit dem Bohrterrarium. Viel Spaß! Einen ganzen Tag später steht nun endlich das Terrarium. Es steht jetzt auch gerade auf dem Kopf, weil ich gerade noch die Bodenplatte festgeschraubt habe. Ja, was war denn da los? Ja, eigentlich war ich schon zügig unterwegs und habe dann leider feststellen müssen, dass hier die Rückwand 5 mm zu klein gesägt wurde. Ich habe das im Baumarkt zusägen lassen. Was passiert? Also ich gehe davon aus, der Mann an der Säge hat das Maßband falsch abgelesen. Ich brauchte 56,7 und er hat 56,2 gesägt. War ärgerlich, weil ich sonst schon hier alles hätte abdichten können. Aber na gut, heute war ich dann nochmal beim Baumarkt und jetzt passt es, wie ihr sehen könnt. Das ganze Teil ist jetzt 1,80 Meter lang, 60 tief und 60 hoch. Ja, Thema Baumarkt, ne? Man kann sich da alles schön zusammensägen lassen. Natürlich haben die auch ihre Toleranzen, ne? Obwohl jetzt die Maschinen wirklich sehr, sehr genau arbeiten können, ja, hängt so ein bisschen vom Mitarbeiter ab, ne? Also ihr seht jetzt hier, dass ich nach hinten hin ungefähr einen Millimeter überstehen habe, ne? Das ist ganz wichtig, wenn ihr sowas zusägen lässt, ne? Und ihr nicht gerade wirklich den Profi da stehen habt, dann montiert die ganze Sache so, dass an der Seite, die man sieht, also sprich hier vorne, alles schön bündig ist. Ne? Hinten, das sieht man nicht, ne? Und der Millimeter ist mir jetzt egal. Aber ich dachte, ich sag das mal. Ne? Ich habe meistens Glück, dass ich da den Profi habe, der kann das wirklich auf einen Millimeter genau sägen. Aber ja, in dem Fall hatte ich halt jemand anders da, der vielleicht dann nicht ganz so gut mit der Säge zurechtkommt. Ne? Ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau. So, was steht denn jetzt an? Ne? Also ich habe jetzt überlegt, ne, da kommen die zwei Bissettmännchen rein. Die werden nicht wirklich schwer. Ich habe mich da mit einem Kollegen mal unterhalten. Der hat adulte Tiere, ja, und die wiegen ungefähr 2,5 Kilo. Soll ich schon überlegen, ziehst du hier noch ein Brett rein für die Ablage? Nein, mache ich nicht. Was mache ich? Ich habe mir Winkel geholt, die werde ich hier dran schrauben und da lege ich das Styropor drauf. Der Hintergrund ist der, die schwächste Stelle ist eigentlich die Rückwand selber, ne? Die wird ja nur festgeklebt hinten ans Holz und da könnte sich theoretisch was lösen, was ich eigentlich nicht glaube. Falls das eintritt, wird das Ganze aber durch die Winkel gestützt. Deswegen spare ich mir das jetzt mit den Platten als Ablage, sondern macht das direkt aus Styropor, weil mit Fliesenkleber, Dichtschlamm und Epoxidharz wird das Ganze stabil genug sein. So, dann geht es jetzt auch direkt schon weiter mit dem Abdichten. Und schon sind die Kanten mal wieder abgedichtet. Ich habe natürlich wie immer meinen MS-Klebstoff genommen und ja, ich warte jetzt, dass das alles durchgehärtet ist und dann kann ich morgen schon mit der Rückwand anfangen. Ich habe jetzt mal die ganzen Platten zurechtgeschnitten und auch schon mal reingelegt. Ich muss die noch festkleben, aber ich wollte euch das mal kurz zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht. Ich habe jetzt hier in der Ecke noch einen Blumentopf angebracht. Der ist jetzt auch noch nicht fest und den habe ich auch wieder mit Winkelchen verstärkt, ja, weil meine Schlänkchen öfters mal in den Blumentopf hängen und naja, Safety First und so. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist, ich habe jetzt hier für meine Wasserschale auch noch was gebaut, ja, hier.
Soll dann auch in der Steinoptik werden, wie ich den Rest mache, weil ich es immer ziemlich hässlich finde, wenn einfach diese Schalen so im Terrarium drin stehen. Und so kann ich das dann immer hier reinsetzen, rausholen und ja. Man könnte das im Prinzip auch schon so benutzen, wenn es mit Epoxidharz überzogen ist, aber ich finde die Geschichte hygienischer, die kann man dann immer schön ausspülen. Das wollte ich euch gezeigt haben. Wir haben das gemacht, ich habe so Ringe ausgeschnitten und quasi nochmal ein rundes Teil als Boden und dann habe ich die Teile einfach gestapelt. Wenn man natürlich jetzt Styropor hat, was dicker ist, kann man das auch aus einem Guss machen. Ich habe aber jetzt hier nur die 3 cm Platten, deswegen habe ich das so gemacht. Im gleichen Stil werde ich übrigens noch, ja, ich denke mal, 2 Töpfchen machen, die ich dann hier im Terrarium verteile als Blumentöpfe. Ne? Ich finde das immer sehr praktisch, wenn man auch ein paar Töpfe drin hat, die man mal umpositionieren kann oder ja, mal die Pflanzen auswechseln kann. So viel dazu. Ich werde jetzt mal die ganzen Sachen hier festkleben und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich schon mal alle Platten reingepackt. Nur noch das letzte Stückchen setzen wir jetzt zusammen ein. Und dann können wir schon anfangen, die Rückwand weiter zu gestalten. Ne? Ich werde euch das jetzt auch zeigen, ne? Dass die Platten einkleben, das war jetzt nicht so spektakulär, als ob ihr euch das unbedingt angucken müsst. Aber wir werden jetzt hier überall noch ein paar Steinelemente ankleben und mit der Drahtbürste auch hier so ein paar Furchen reinmachen und auch hier die Plattformen alles schön, ja, beimachen mit der Drahtbürste, dass das eine schöne Struktur hat. Und dann kommen wir schon dazu, dass wir Fliesenkleber auftragen. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt sind wir mit der Rückwandvorbereitung soweit durch. Ne? Alle Elemente sind aufgeklebt. Das sieht man natürlich jetzt nicht so gut auf dem Videomaterial, aber ihr könnt es euch in etwa vorstellen. Hab das Ganze auch nochmal mit der Drahtbürste bearbeitet und jetzt kommt schon die erste Schicht Fliesenkleber. Ich mache es mir jetzt hier ganz einfach, da die Schicht eh sehr, sehr dünn ist, werde ich das jetzt einfach hier auskippen und dann sorgfältig mit dem Pinsel verteilen. Und hier ein kleiner Zeitsprung. Und zwar habe ich insgesamt 2 Schichten Fliesenkleber aufgetragen und jetzt noch 3 weitere dünne Schichten Dichtschlamm. Ne? Die Rückwand ist jetzt auch wirklich schon wasserabweisend. Ne? Also theoretisch muss man da jetzt gar nichts mehr dran machen. Ne? Aber ich möchte halt wirklich auch eine glatte Oberfläche haben, vor allen Dingen auf den Ablagen, damit ich das schön sauber halten kann bei den Boas. Ne? Deswegen muss ich jetzt noch eine Zeit lang warten. Ihr seht das, hier glänzt das noch ein bisschen, bis das komplett ausgehärtet ist. Dann werde ich da so ein bisschen mit Epoxidharz und Pigmenten ja ein bisschen ja, Optik reinbringen und das Ganze dann einmal komplett einmatschen und ein zweites Mal mit Mattierungsmittel drüber gehen. Ne? Und dann bin ich gespannt, ob die Rückwand dann nachher so aussieht, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich mache diesmal explizit keine Beflockung drin. Ne? Wie gesagt, ich möchte das hier ein bisschen sauberer halten, vor allen Dingen ja bei Schlangen, wenn die mal irgendwie Kot absetzen und man hat jetzt hier nicht so ein extrem bioaktives Terrarium, ja, dann ist das mit der Hygiene ein bisschen schwieriger. Deswegen fahre ich hier, wie auch bei meinem Königspython, ja einen Mittelweg. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Es werden auf jeden Fall auch noch Naturalien reinkommen. Hier vor allen Dingen im Bodenbereich werde ich einiges an Kork reinpacken und auch an Bepflanzung. Aber wie gesagt, die Rückwand wird jetzt etwas sauberer gehalten. Dann soll es das jetzt auch erstmal für den ersten Teil gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Ciao, ciao!